Und konnte über eine Umlenkrolle auf 69 Tonnen Zugkraft umgelenkt werden. Also er bleibt jetzt ein bisschen weiter draußen stehen, hat sein Räum- und Abstützschild runtergefahren und dann ist Handarbeit gefragt. So, der Kommandant gibt das Zeichen, anziehen zum Bergen. Der Bergepanzer hat sich abgestützt. Ja, und das mit dem Sicherheitsabstand, das hat schon seine Richtigkeit. Denn so ein Seil, wenn abreißt, das ist nicht gerade gut für die Schienbeinknochen. So, der Kommandant hat jetzt das Stoppzeichen gegeben. Die Bergewinde wird wieder abgehängt. Er hat jetzt den Gepard so weit aus dem schlammigen Gelände rausgezogen, um ihn an die Stange zu nehmen. Also die Mitglieder hier im Museum, die haben ihr Fitnessstudio da draußen auf dem Platz, die brauchen das abends nicht mehr. Dann eine zweite dynamische Fahrzeugschau. Zwischendrin gibt es Essen, Kaffee und Kuchen. Wasser drin, trinken ist besonders wichtig, wenn es so warm ist, gell? Es gibt Kaffee und Kuchen, also es ist alles da. Herausgebracht, um den Motor auszuwechseln. Das ist ja so, die Bundeswehr muss sparen, die muss sowas reparieren, bei anderen Armeen wird es einfach stehen lassen. Der geht relativ schnell jetzt. 4 Bolzen. Ja, dieses Radfahrzeug, der MAN 5 Tonnen, nennt sich ganz genau MAN 5 Tonnen Militär GLK 1A1. Hat einen Deutz V8 Dieselmotor mit 256 PS. War ungefähr 90 Kilometer schnell, Verbrauch ca. 35 Liter auf 100 Kilometer, nicht ganz so viel. Ab 1964 ging die Entwicklung los. Das ist
So, wie es ausschaut, ist der Gepard wieder fahrbereit. Die Rundumleuchte ist schon wieder. Der Fahrer wieder an seinen Arbeitsplatz. Abschluss dieser Gruppe macht ein Berge Panzer II Standard, auch auf dem Leopard Fahrgestell. Das Gefechtsgewicht war 40 Tonnen, auch wieder ein 10-Zylinder 830 PS Motor von MGU. 1965 wurden 444 Stück in die Bundeswehr übernommen. Die Ausstattung bei diesem Berge Panzer war ein Kran mit maximaler Hebekraft 20 Tonnen, die aber auf 13 Tonnen begrenzt war. Ein Räum- und Stützschild, eine Bergewinde mit 35 Tonnen Zuglast, die über eine Umlenkrolle bis auf 69 Tonnen erweitert werden konnte. Des Weiteren hatte es eine Schweißanlage, dieses Fahrzeug.